Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes. Das Thema heute ist der Bandscheibenvorfall. Als Gesprächspartner darf ich Herrn Uwe Huck begrüßen. Herr Huck ist der Leiter der Physiotherapie Krankengymnastischen Abteilung der Vidya-Klinik in Karlsruhe. Herr Huck, Bandscheibenvorfall, ein ganz häufiges Problem. Ja. Muss man immer operieren oder was kann die Physiotherapie? Die Frage, muss man immer operieren? Man muss 80% der Bandscheibenoperationen müssen überhaupt nicht operiert werden. Nur 20% müssen operiert werden. Und welche sind das? Das sind die, die letztendlich so weit führen, dass Lähmungen hervorgerufen werden, dass der Patient Blasen, also Wasserlastprobleme hat, dass er Stuhlgangprobleme hat, dass er, wenn er aufsteht, sein Bein nicht mehr unter der Kontrolle hat. Mhm. Und eventuell eine erhöhte Sturzgefahr ist. Die müssen auf jeden Fall operiert werden. Dann. Was tut man bei diesen Lähmungserscheinungen, wenn man so etwas hat, was Sie gerade geschildert haben? Und was man tut, man konsultiert auf jeden Fall seinen zuständigen Orthopäden. Der wird dann ein MRT-Bild erstellen, wird es anschauen, inwieweit der Nerv geschädigt ist, inwieweit die zusätzlichen Nerven geschädigt sind, wenn Blase geschädigt ist oder eben halt auch der Stuhlgang oder das Bein, dass es wegrutscht, dann muss da eine Operation steht da nicht. Das ist also der Akutfall. Aber nehmen wir jetzt mal an, das ist der Bandscheibenvorfall nur mit Schmerzen, heftigsten Schmerzen. Patient kann sich nicht bewegen. Was macht man dann? Früher war ja immer so Bettruhe und Stufenbett. Ist das immer noch Nein. Heute sind wir ganz weit. Bevor ich auf Ihre Frage eingehe, möchte ich einmal hier in die Kamera zeigen. Wenn wir eine Zwiebel nehmen, schneiden die in der Mitte auf, dann haben wir eigentlich den Blick auf unsere Bandscheibe von oben. Ich habe diesen Punkt rot markiert, das wäre der Bandscheibenkern. Mhm. Wenn wir uns dieses Bild angucken, dann haben wir einen Bandscheibenvorfall, wo wir sehen, dass der Bandscheibenkern auf den sogenannten Nerv, wo eingekreist ist und auch rot ist, drückt er drauf. Der Patient kommt mit einer ganz starken Schmerzsituation an. Und was tun wir jetzt? Wir tun den Patienten nicht mehr in die Stufenlagerung reinlegen und wir verordnen ihnen auch keine Bettruhe, weil das Wichtigste ist, dass der Patient trotzdem sich bewegt. Wir legen die Patienten mit der Schmerzseite, immer mit der betroffenen Schmerzseite nach oben, um eben den Spinalnerv auch zu entlasten, um die Schmerzen wegzubekommen. Das ist die erste Priorität, die wir bei einem Patienten mit einem Bandscheibenvorfall haben. Bei den Schmerzen. Mhm. Spielen Medikamente eine Rolle? Ja, eine große Rolle eigentlich, weil wenn die Patienten, die gehen ja erstmal zum Arzt mit ihren Schmerzen, dann kriegen sie natürlich dementsprechende Medikamente, damit die Schmerzen auch weggehen. Ja. Und wir können oftmals nicht genau eruieren, wie wird denn die Skala bei dem Patienten, wird sie besser oder wird sie nicht besser, weil er einfach unter diesen Schmerzmitteln, die ja auch bekannt sind, immer noch, die nimmt er halt immer noch ein. Ja. Ja. Früher war noch so eine Geschichte mit dem Wärmepflaster. Ist auch eine ganz schöne Geschichte. Das Wärmepflaster ist eine Geschichte, die heute verkauft wird. Das kann man machen, das ist auch gut. Ich bin Freund von Wärme, von natürlicher Wärme, Fango oder eine Wärmflasche. Bei den Wärmpflastern muss man eins beachten, wenn die Patienten, die den Bandscheibenvorfall haben, im Alter von über 55 Jahren sind, wird die Haut dünner. Das heißt, man sollte so ein Wärmepflaster nicht über die Nacht drauf lassen, weil man sonst Verbrennungen hätte. Das wäre mein einziges Kriterium in dieser Geschichte. Aber machen kann man das. Ich bin das eher ist, für die natürliche das Wärme. Das ist genauso wie das Verbot der Wärmflasche. Also es ist genau das Gleiche, weil man das dann nachher gar nicht mehr merkt. Ja. Es gibt eher dann schlimme Nebenwirkungen. Ja. Nun hilft das Ganze nicht. Muss dann doch noch operiert werden? Wenn ich eine Therapie mit dem Patienten durchführe und ich merke nach 4, 5 Einheiten, wobei ich in der ersten Einheit einen ordentlichen Befund mache, auch mit einer Schmerzskala, und ich merke, er kommt von der Schmerzskala, von dem erst angegebenen Wert überhaupt nicht runter, dann schicke ich ihn wieder zum Arzt, weil dann müssen wir wahrscheinlich auf eine andere, ich sag mal, auf einen anderen Zug aufspringen ein bisschen. Noch eine letzte Frage. Wie schnell kann denn diese Heilung erfolgen oder ab wann muss der Patient sagen, jetzt muss ich doch was anderes machen? Also wir geben dem Patienten immer, ich gebe ihm immer zwischen 3 und 4 Wochen.
wo also ich so sage, lange die Geduld muss geben sich die Zeit. Wir haben den Schmerz, wir haben den Nerv und wir haben die Muskeln, die natürlich aktiv arbeiten. Und deswegen sehen die Menschen auch immer etwas schräg aus, wenn man die betrachtet, weil die Muskeln total ein Schutzmechanismus. Herr Huck, vielen Dank. Das war hochinteressant, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sehen, man muss nicht alles gleich operieren. 80%, das hat Herr Huck gesagt, lässt sich konservativ behandeln mit entsprechender krankengymnastischer Hilfe. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Machen Sie es gut. Bis bald. Ade.